wenn man rennt und halt ein Dribbling macht, sich fallen lassen. Man rennt und macht dann an die Seite vom Korb, da auf das Eck von dem weißen, nicht das äußere, das innere. Und dann mit dem mit einem Knie nach oben geht und den Ball reinwirft. Wenn man läuft und dann halt da vorne eben den Ball in die Hand nehmen und zwei Schritte macht und ja. Wenn du zum Korb rennst, zwei Schritte machst und dann einfach den Ball rein. Ja, er hat's erklärt.